Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Carcassonne, Händler und Baumeister. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, mittlerweile sind wir in der zweiten Erweiterung angekommen. Der Elias will, glaube ich, die ganze Reihe durchspielen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall legen wir ja alle Erweiterungen vor. Ich will alle Erweiterungen. Du willst alle. Jetzt sind wir bei der zweiten Erweiterung. Ich zeige euch ganz kurz, um was es geht, welche wesentlichen Änderungen da eintreten. Es gibt dann wieder ein paar Gameplay-Sequenzen und wie gewohnt gibt es am Schluss das Fazit. Wir haben in dem Spiel 24 Landschaftsplättchen und man sieht jetzt auch, übrigens, die sind jeweils mit dem Symbol hinterlegt, mit dem Schweinchen für die Erweiterung. Und ich zeige euch jetzt nur ein paar. Auffallend ist auf jeden Fall, dass auf diesem Plättchen solche Symbole sind. Und das sind diese Plättchen, die auf der Seite liegen. Nämlich schließt ein Spieler eine Stadt, abschließen, ganz wichtig, schließt er eine Stadt, bekommt er die jeweiligen Plättchen eins oder mehrere, die in der Stadt enthalten sind. Manchmal kriegt man keine, wenn man keine dazu nutzt. Genau, manchmal kriegt man keine, aber oftmals liegen welche in der Stadt. Warum soll ich die Plättchen überhaupt nehmen? Was bringen mir diese Plättchen, wenn ich die am Schluss habe? Weißt du das? Ja. Ja, er weiß es natürlich. Wenn ich jetzt 3 Fässer hätte. Okay, und ich 2. Was wäre dann? Und er 2. Und das Spiel ist fertig? Dann krieg ich, habe die Mehrheit von den Fässern, krieg ich am Ende 10 extra Punkte. Genau. Das andere mit dem Getreide und mit dem Tuch? Mit dem Mantel oder Teppich oder Tuch, das mit den anderen Sachen genau das gleiche. Wundert euch nicht, da sind noch ein Säckchen dabei. Ihr könnt auch die Karten da reinmachen. Ja, du bist schon zu schnell. Genau, ihr könnt ja die Kärtchen hier reinmachen. Dafür gibt es ein Säckchen. Aber es gibt noch eine Neuerung und damit fangen wir dann gleich an. Nee, 2 Neuerungen. Es gibt nämlich im Spiel, wo haben wir sie? Solche Schweinchen. Und zwar könnt ihr, wenn in der Wiese ein Bauer liegt, dann könnt ihr mit weiteren Plättchen da ein Schwein quasi in dieses Gebiet legen. Dann gibt es am Schluss nämlich nicht nur 3 Punkte, sondern 4 Punkte für jede abgeschlossene Stadt. Und die letzte Neuerung, und damit steigen wir gleich ein, das sieht man hier, das ist ein Baumeister. So, hier sieht man. Das heißt, ein Baumeister darf ich auf eine Straße oder eine Stadt platzieren, wo ich schon ein Miepel, so ein Männchen dann habe. Ja, und dann bleibt er dann ganz normal stehen. Bei einer Wertung zählt er nicht mit. Aber er hat eine kleine Besonderheit. Nämlich baut man beispielsweise an der Straße weiter. Was passiert dann? Wenn man hier... Ne, brauchst du nicht. Damit das zeigen wir nachher. Was passiert dann, Elias? Wenn man hier eine Straße hat und der steht schon drin. Okay. Und man legt das Blättchen. Und da ist einer so. Und jetzt... Danach legt man so ein. Danach legt man nochmal eine Straße an. Dann? Und danach kriegt man noch einen Zug. Man kriegt einen extra Zug. Aber man darf den nur einsetzen, wenn da schon einer von seinen Spielern steht. Aber zählt nicht für den Gegner, nur für sich. Genau. Und das waren alle wesentlichen Neuerungen. Jetzt schauen wir ein paar Sequenzen rein, damit ihr einen Überblick bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Das Startplättchen haben wir platziert. Und jeder hat so ein paar Stapel vor sich. Wie gewohnt, wie bisher auch. Die neuen Plättchen mischt ihr dann einfach dazu. Und der Elias beginnt die Runde. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gleich ein neues Plättchen. So, und eine Figur stellst du wahrscheinlich rein. So, und jetzt kommt das Verlockende. Ich will nämlich durchaus das abschließen. Naja, es bringt mir keine Punkte, aber es bringt mir ein Fassplättchen. Und der Elias hat ja vorhin gesagt, für die Mehrheit gibt es 10 Punkte. Und das mache ich jetzt. Ich habe überlegt, ob ich es nicht mache. Moment, weißt du, was ich mache? Nee, das kann ich nicht. Ich habe gedacht, ich baue mich ein. Ich schließe es ab. Naja, ich kriege ein Fass, aber der Elias bekommt 6 Punkte. Genau, 6 Punkte. 2 für jedes Plättchen. Ich bekomme ein Getreide, aber der Elias 6 Punkte. Damit hat der Elias schon 12 Punkte. Ich habe 0 Punkte. Ich habe aber zumindest 2 Plättchen, aber da kann noch viel passieren. Ein Teppich. So, jetzt holt der Elias sich das erste Plättchen und ich krieg 2, 4, 6 Punkte. Kloster. Was zeigst du denn jetzt in die Kamera? Okay, du bist dran.
Ah, neues Plättchen, cooles Plättchen. Da, zeig mal, ist das abgeschlossen? Ja, da kann man sogar ein Miepel einsetzen, die Wiese. Das geht nämlich auch. Das ist nicht verboten. Mhm. Ah, da machst du wieder zu. Okay. Ja, was machst du jetzt? Hey, ich wollte da reinbauen. Ich wollte da reinbauen, jetzt bin ich weg. 2, 4, 6, 8. 8 Punkte, aber ich wollte zu dir rein. Die Stadt. Oh, jetzt wird's schwer. Nein! 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 Das ganze Gebiet! Oh, Moment, da haben wir auf jeden Fall einen Gleichstand. 1, 2, 3. 1, 2. Da brauchen wir nicht zählen. Aber, was müssen wir machen? Du kriegst Nein! Du kriegst 2 Fässer. Oh, ich leg's mal da drauf. Nein, das war aber ein Riesenfehler jetzt. Kein Fehler, jetzt habe ich zu viel gezockt. Oh, ich komme da nicht. Nein! Ich krieg ein Fass, ein Tuch und ein Teppich. Und ein Getreide. Oh, und wie viele Punkte? Oder willst du keine? Natürlich will er Punkte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 Punkte. Ja, und damit hat der Papa gewonnen. Aber, es war jetzt interessant, weißt du, was du vergessen hast? Du bist nicht in die Wiese gegangen. Weil wenn der Elias auch in die Wiese gegangen wäre, ich glaube, dann wäre es nochmal richtig eng geworden für den Papa. Oder? Das war das Video zur zweiten Erweiterung. Erfolgreich geht's weiter. Und diesmal hat der Papa gewonnen, aber der Elias ist auch schon richtig gut in dem Spiel. So, die Besonderheiten habt ihr gemerkt und die größte Besonderheit in dem Spiel ist, man will auch die Städte der Mitspieler schließen. Und warum will man die schließen? Weil man an die Plättchen kommen will, um die Mehrheiten zu bekommen. Das spielt sich je nach Spieleranzahl aber komplett anders, aber richtig gut. Dafür kriegen die anderen Spieler dann die Punkte, aber die kriegen dann die Plättchen. Und wer die Mehrheit hat, der hat dann 10 Punkte. Das ist natürlich nicht schlecht. So, das war auf jeden Fall das wesentliche Element. Das mit dem Doppelzug, das ist ganz nett. Manche mögen es, manche nicht. Hat mich jetzt weniger beeindruckt. Das mit den Schweinen, mit den 4 Punkten macht was aus, durchaus, wenn man eine attraktive Wiese hat, weil dann macht ein Pünktchen durchaus mehr aus. Dann, wenn man 8 Städte hat, dann kriegt man gleich nochmal 8 Punkte quasi dazu. Das macht durchaus was aus, aber das wesentliche Element ist, wie gesagt, die einzelnen Plättchen, die man auf den Städten hat. Das Säckchen, wo dabei ist, das braucht man nicht unbedingt, weil die Rückseite der Erweiterung zum Grundspiel ist gleich. Da werdet ihr keine Unterschiede feststellen. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Promo, da kann es vielleicht mal ein Problem geben. Dann kann man das Säckchen dann durchaus nehmen zum Spielen, aber wir brauchen es nicht. Man kann natürlich alles da drin verstauen, aber unbedingt erforderlich ist es nicht. Wie gesagt, eine durchaus gute Erweiterung. Die erste fanden wir ja super, die hat uns super gefallen. Die zweite Erweiterung ist gut, nicht sehr gut, die ist gut. Man kann sie sich kaufen, muss es sich aber nicht kaufen, belebt das Spiel etwas, aber gerade das Einbauen, wenn das Spieler gern machen, da ist das belebende Element in dieser Erweiterung, also das gibt dann doch den Ausschlag, dass man vielleicht doch überlegt, wenn man es zu einem guten Preis bekommt. Ansonsten ist auf jedem Plättchen der Erweiterung ein kleines Schweinchen abgebildet, weil der Elias sucht jetzt gerade die Schweinchen, dass man die wieder trennen kann, sofern man natürlich das ganze Material wieder separat spielen will, also das Grundspiel wieder separat spielen will. Man kann natürlich auch mehrere Erweiterungen zusammenspielen. Mit jeder weiteren Erweiterung gibt es dann später auch Hinweise, wenn man mehrere Erweiterungen zusammennimmt, welche Auswirkungen die haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, wir sind ja erst bei der zweiten Erweiterung. Aber man merkt meinen Worten an, es geht auf jeden Fall weiter, die Serie. Und ja, ich denke mal, das waren alle Infos, die ihr wissen müsst. Und zum Schluss würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos werden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, macht's gut, bis bald. Ciao, macht's gut. Auf Wiedersehen. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.